Mein Chef gesteht Fehler ein, die Menschen haben sich uns anvertraut, und wir sind dieser Verantwortung an diesem Tag einfach nicht gerecht geworden, sagte Lutz. Außerdem betonte Lutz, dass die Entschuldigung der Bahn, die sein Vorgänger Rüdiger Gruber am 15. Jahrestag des Unglücks ausgesprochen hatte, viel zu spät gekommen sei. Die Bahn habe die nötige Sensibilität vermissen lassen. Von daher verneige er sich jetzt vor den Opfern. Weil, keine absolute Sicherheit durch Technik. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, sagte am 20. Jahrestag des schwersten Zugunglücks in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Unglück habe gezeigt, dass Technik keine absolute Sicherheit biete. Die Katastrophe sei völlig unvermittelt und wie ein Blitz über Menschen hereingebrochen, die der Bahn voll und ganz vertraut hätten, so Weil. Dies zeige, dass die Einführung neuer Technik ständiger und äußerster Sorgfalt bedürfe. Dank an die Rettungskräfte, Weil betonte mit Blick auf Opfer, Verletzte und Hinterbliebene, dass es Wunden gebe, die niemals heilen werden. Das Land Niedersachsen fühle sich eng mit den Betroffenen verbunden. Außerdem dankte er ausdrücklich allen Rettungskräften für ihren Einsatz. Dieses Unglück stellt eine beispiellose Belastung dar, die sie bis heute tragen müssen, so Weil. Hinterbliebenen Sprecher sieht Fehlleistungen. Der Sprecher der Hinterbliebenen, Heinrich Löwen, sagte vor den Gedenktafeln in einem Hain von 101 Kirschbäumen an den Bahngleisen, die Toten von Eschede wollten den Lebenden etwas sagen, wenn ihr uns in eurem Gedächtnis und in eurem Herzen bewahrt, bleiben wir über den Tod hinaus verbunden. Löwen widersprach der Einschätzung von Ministerpräsident Weil, dass die Katastrophe unvorhersehbar gewesen sei. Es waren Fehlleistungen von Menschen, die dazu geführt haben, sagte er. Es sei unerklärlich, wie es zu Defiziten bei den Wartungen hätte kommen können. Betroffene von der Justiz enttäuscht. Löwen beklagte zudem, dass die Hoffnungen der Hinterbliebenen auf eine juristische Aufarbeitung des Unglücks bitter enttäuscht worden seien. Das Gericht hat uns mit der Einstellung des Verfahrens ein weiteres Mal verletzt, sagte er. Es sei unerklärlich, warum die offensichtlichen Defizite bei den Wartungen der Züge folgenlos geblieben seien. Das Landgericht Lüneburg hatte den Prozess gegen drei Ingenieure im April 2003 gegen Zahlung von jeweils 10.000 Euro eingestellt. Löwen appellierte an die Bahn, dass die Sicherheit der Menschen immer im Vordergrund stehen müsse. Es darf nicht um Gewinnmaximierung oder Geschwindigkeitsrekorde gehen, sagte er. Das Wohl der Fahrgäste sollte oberste Priorität haben.